Ja, der Schluck aus hier, ich bin ein Kegel. Wir sehen uns jetzt einen kleinen Bild über Stabilität in der Frontalebene, also die Fähigkeit von Sprung und Rückkehr, die Wirbelsäule gegen Seitneigung zu stabilisieren, sind für eure Schulter stabil geworden. Dazu brauchen wir eine relativ leichte Kettlebell. Ich zeige euch das Bild hier vor, das ist tatsächlich ein wenig leicht. Natürlich geht es nicht immer, ihr müsst die richtige Dosis finden. Der Drill wird ein Weighted Carry, das ist hier beim Tragen. Und zwar werden wir die Kugel bottom abtragen, die Kugel oben, der Griff unten, um den Schwerpunkt hochzusetzen. Hoher Schwerpunkt setzt immer schlechtes Gleichgewicht und ich muss aus meiner Rotatorenmanschette für Gleichgewicht sorgen. Ich demonstriere das einfach mal auf meiner linken Seite. Jetzt sind wir also hier. Ich winkle meinen Ellenbogen und meine Schulter jeweils auf 90 Grad ab. Wir gehen jetzt nur nach vorne zum Maschinen und wieder rückwärts zum Maschinen. Ich habe hier die Kugel die ganze Zeit ausgerichtet und mein Unterarm ist stets lotrecht. Hier bleibt der Rumpf stabil, das Becken bleibt stabil.